Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Teil 2 der englischen Woche steht an. Der erste Teil, ja, den findet ihr auch auf meinem Kanal. Also schaut euch auf jeden Fall erstmal den ersten Teil an vor dem zweiten. Ansonsten viel Spaß, danke fürs Reinschalten und los geht's mit Schalke gegen Freiburg. Führt man sich nochmal den Sonntag vor Augen, dann muss man beim FC Schalke 04 nach wie vor glücklich und dankbar sein oder allgemein in Fußball Deutschland, dass Marc Uth auf dem Weg der Besserung ist, und sich über Fußball zu unterhalten ist dann vielleicht eine Nebensache, ist es dann auf jeden Fall, aber es musste gespielt werden. Wieder mal, wie am Sonntag schon, vermutlich auch für Marc Uth. Und der FC Schalke 04 machte es gegen den FC Augsburg nicht schlecht. Am Ende fehlten wenige Augenblicke zum Sieg. Gegen den SC Freiburg hatte man die erste Möglichkeit, eben Freistoßmöglichkeit von Bastian Oczypka. Der SC Freiburg, er besiegte den deutschen Sportclub Arminia Bielefeld am Samstagnachmittag, holte sich damit eine ganz gute Ausgangslage für die restlichen beiden Spiele in diesem Jahr. Es war aber nicht so viel los im ersten Durchgang. Zweiter Abschnitt, Günther mit der Flanke, aber Schalke stand sehr stabil in der Defensive, ließ sehr wenig zu, und der SC Freiburg, er bemühte sich zwar, aber mehr als Standards kam da nicht bei rum. 18 Meter, Jonathan Schmid, und Jonathan Schmid macht es. Es passt wieder rein in die Situation des FC Schalke 04. Da verteidigt man 75 Minuten lang richtig gut, lässt quasi keine Tormöglichkeit aus dem Spiel zu, und dann kassiert man eben einen Traumfreistoß. Und der FC Schalke 04, er konnte nicht mehr antworten. Der SC Freiburg hatte zum Schluss hin dann noch ein paar mehr Körner. Günther noch einmal, aber wirklich gefährlich wurde es nicht. Das Spiel endete mit 0:1. Die nächste Niederlage für den FC Schalke 04. Freiburg gewinnt zum zweiten Mal in Folge und kann sich damit einiges an Luft im Abstiegskampf verschaffen. Die 4:1 Niederlage bei Leverkusen sieht für Hoffenheim schlimmer aus, als sie eigentlich war. Man war ab der zweiten Halbzeit gut dabei, hätte ausgleichen können, dann eine Verkettung unglücklicher Umstände. Gegen RB Leipzig wurde es jetzt kein leichteres Unterfangen, aber Hoffenheim hatte die erste offensive, ansatzweise interessante Aktion. Es war eben eine englische Woche zweier Mannschaften, die auch immer in der europäischen Superklasse unterwegs waren. RB Champions League, Hoffenheim Europa League. Viel Chancen gab es nicht. Das dickste Brett kam in der 42. Minute von Yusuf Paulsen, der hier aber an Oliver Baumann scheitert, kurz vor dem Seitenwechsel. Die Leipziger siegten souverän gegen Bremen über die Mannschaft von Kofelds mit 2:0. Zweiter Abschnitt, etwas mehr als 10 Minuten gespielt. Leipzig übernahm mehr und mehr die Regie. Marcel Sabitzer, schöner Pass zu Haidara, der liegt gut quer. Aber Robert Sko ist aufmerksam, der vertrat den gesperrten Posch. Baumann drischt den dann weg. Nur wenig später, Leipzig jetzt wirklich kreativer. Sabitzer, schöner Pass. Haidara aber auch viel zu frei im 16er. Und das lässt er sich nicht nehmen. 61. Spielminute, das 1:0 für die Gäste. Mittlerweile auch hochverdient. Schöne Abnahme für Oliver Baumann. Diesmal nichts zu halten. Hoffenheim stemmte sich mit allen Kräften gegen diese Niederlage. Aber sie liefen auch auf dem Zahnfleisch. Trotzdem bekamen sie nochmal eine Möglichkeit. Und Andrej Kramaric wusste diese zu nutzen. In der 88. Spielminute immerhin noch der Ausgleich. Hoffenheim sichert sich einen späten Punkt gegen RB Leipzig. Und die Gäste, die müssen sich ärgern, hier kurz vor dem Ende noch einen Treffer kassiert zu haben.
An die Spiele gegen Leverkusen hier im heimischen Rhein-Energie-Stadion hat der erste FC Köln durchaus positive Erinnerungen. Auch Markus Gisdol, der jetzt in Mainz einen wichtigen Sieg landete gegen Leverkusen, sah es auch gut aus, was die Geißböcke da machten. Vom Tabellenführer erstmal nicht viel zu sehen. 12. Minute, Elvis Rexbeschei mit den entscheidenden Momenten auch gegen Mainz. Hier sticht dazu. Leverkusen tat sich schwer, gegen kompakte Kölner durchzukommen. Baumgartlinger gegen Cestic. Erstmal Baumgartlinger und Horn muss tatsächlich eingreifen. Wird doch gefährlicher, als man erwartet hatte, diese Situation. Aber es stand weiterhin 1:0. Knappe halbe Stunde gespielt. Bayer Leverkusen kam aber mittlerweile deutlich besser rein. Sinkgraven, Amiri sieht Patrick Schick. Der kann sich drehen. Und das ist natürlich sträflich gegen Patrick Schick, der hier den Ausgleich markieren kann. Und vor dem Seitenwechsel noch einmal die Gäste. Patrick Schick ein weiteres Mal mit der Hacke zu Baumgartlinger. Er bekommt den Ball wieder. Super Doppelpass. Spiel gedreht, 45. Minute. Und der Tabellenführer, man muss es einige Male erwähnen, geht in Führung. Im zweiten Durchgang der erste FC Köln bemüht Leverkusen aber auch mit der Führung im Rücken deutlich selbstbewusster und auch zielstrebig durchaus ansehnlich. Amiri geht da auch zu einfach durch die Abwehr durch. Doch der erste FC Köln ließ sich davon nicht runterbekommen. Jakobs zu Drexler, Thielmann. Jakobs noch einmal. Und er bekommt den Abschluss. 65. Minute. Lukas Radetzky bleibt stehen, pariert den zur Seite. Nicht ganz ungefährlich, aber es wurde nicht bestraft. In der Schlussphase dann noch einmal Leverkusen. Bailey, der überragende Mann gegen Hoffenheim, zu Patrick Schick. Der markiert einen Viererpack in der 90. Minute. Das ist eine dicke Ansage. Der Tabellenführer gewinnt nach 1:0 Rückstand mit 4:1 in Köln und festiert damit seinen ersten Platz. Arminia Bielefeld punktet, wenn dann zu Hause. Zwei Heimsiege haben sie schon geholt in dieser Saison. Auswärts steht ein mickriger Punkt. Hier gegen den FC Augsburg hatte man ganz viel Glück nach einer knappen Viertelstunde. Erst Gregoritsch, der den Treffer erzielen muss. Dann der Kopfball von Guezzo, der knapp vorbeigeht. Die Fuggerstädter sprangen der Niederlage noch gerade so von der Schippe, als man in der 93. Minute das 2:2 durch Marco Richter erzielen konnte gegen die Königsblauen. Arminia Bielefeld hier doch wieder spielerisch arg limitiert. Der FC Augsburg machte ihnen nicht den Gefallen wie der erste FSV Mainz 05 vor wenigen Spielen. Augsburg machte es deutlich besser und im zweiten Durchgang die Riesenkopfballchance für Michael Gregoritsch. Schöner Aufsetzer und haarscharf geht der am Pfosten vorbei. Doch der FCA, er machte weiter, glaubte daran, hier irgendwann zuschlagen zu können. Framberger zu Vargas. Jetzt hatten sie ihren Treffer. 68. Minute, das verdiente 1:0, das hochverdiente, das überfällige, super Abschluss von Vargas. Nicht zu halten für Ortega. Und Bielefeld, da kam viel zu wenig. Lange Zeit, Prietl, Schiplock und Schiplock! Doch noch der Ausgleich. Unglaublich. Das, was Augsburg gegen Schalke geschafft hat, müssen sie hier selber schlucken. Die späte, bittere Pille, weil sie zu schlampig mit den Möglichkeiten umgegangen sind. Bielefeld holt sich hier einen mehr als schmeichelhaften Punkt, aber den können sie sich gut schreiben lassen.
Der FC Bayern München kam nicht über ein 1:1 bei starken eisernen Berlinern hinaus. Gegen den VfL Wolfsburg sollte es den nächsten Dreier bringen, aber der VfL Wolfsburg neben Leverkusen noch die einzige ungeschlagene Mannschaft in der Liga. Und der FC Bayern, ihm war es erstmal egal, was all diese Statistiken sagen. Leon Goretzka mit dem 1:0 in der 12. Minute, Thomas Müller darf den Ball zu lange halten, legt dann in den 5-Meter-Raum ab, da ist Goretzka vor Kuhn-Castells eiskalt. Aber Bayerns Spiel nicht unanfällig für Fehler und der rutscht rein. Eigentor Alaba. Baku lässt sich feiern. Vejos hier legt quer nach Ballverlust der Münchner. Neuer mit der Parade gegen Baku. Und das ist maximal unglücklich. Der Ball rutscht über die Linie. Alabas Rettungsversuch kommt zu spät. Der FC Bayern München aber schon die bessere Mannschaft. Wolfsburg immer unangenehm zu bespielen. Ein Schuss aus der zweiten Reihe von Corentin Tolisso. Viele Leute davor, deswegen schwer für Castells einzuschätzen und zu parieren. Er macht es aber, so stand es 1:1 zur Pause. Der FC Bayern München hatte trotz harter englischer Wochen in der Champions League hier mehr zu bieten. Goretzka, Thomas Müller bekommt den Ball unglücklich von Brooks aufgelegt. Da fackelt er dann nicht lange rum und trifft flach hinein vorbei an Kuhn-Castells. Und der VfL Wolfsburg, er wusste hier nicht mehr viel dagegen zu halten. Lewandowski, schöner Pass zu Goretzka, der trifft den Ball aber nicht optimal. Das wäre nochmal eine große Chance gewesen, frühzeitig alles klar zu machen. So weiterhin 2:1. Doch der FC Bayern München ließ sich das auch nicht mehr nehmen. Wolfsburg hatte keine nennenswerte Möglichkeit mehr und verliert so zum ersten Mal in dieser Saison mit 2:1 beim FC Bayern. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Adios.